Hallo, vor uns haben wir die Visa-Aktie im Wochenchart. Wir hatten einen schönen Aufwärtstrend. Dann kam es zu einem Bruch. Jetzt sind wir im nächsten Ihren neuen Kanal. Der Kanal wurde hier mal ausgebrochen. Mein Ziel wäre es, den Markt zu beobachten, dass er weiter fällt und sich hier in dieser Zone zu einer Erholung bildet, zu einer neuen Formation und dann wieder versucht, weiter zu steigen. Aber bis dahin würde ich nicht einsteigen, wenn ich einsteigen würde, also wenn ich wollte, dann müsste die Kerze sich hier erholen und zu einem Ausbruch kommen. Diese Widerstandslinie hier müsste er brechen, weiter steigen und dann wäre es für mich interessant. Aber bis dahin sehe ich keinen Einstieg. Da ist mehr meine Unterstützungszone. Der Markt sieht so und so noch immer short aus. Aber ich erwarte, also ich glaube schon, dass der Markt wieder steigen wird. Darum habe ich hier meine Unterstützungszone gezeichnet und werde abwarten. Aber bis dahin sehe ich keinen Einstieg. Ich warte mal ab, weil ich will ja auch billig kaufen und nicht gleich hier. Nicht gleich bei 204 Dollar oder 200 Dollar, sondern bei 140 Dollar oder 150 Dollar. Danke vielmals.